Haben Sie vom Feuerteufel gehört? Wie kommt es, dass Ostern immer anders fällt? Auch eine wichtige Frage. Was gibt's Neues? Haben Sie vom Feuerteufel gehört? Flüchtig. Ich ziehe es aber vor, von einem Brandstifter zu reden. Feuerteufel klingt so, als sei man einer bösen Macht ausgeliefert. Ist das eine Dohle? Gut erkannt. Eine Dohle sah, wie ein Adler ein Lamm davon trug. Die Dohle glaubte, sie sei ebenso stark und nahm sich einen Widder vor. Vergebens. Sie verhedderte sich in der Wolle. Ein Hirte befreite sie und beschnitt ihre Flügel. Was ist das für ein Vogel? Fragten die Kinder des Hirten. Und er sprach, gerade noch hielt er sich für einen Adler. Nun aber sieht er ein, dass er eine elende Dohle ist. So geht eine Fabel von Aesop. Aesop heißt er eigentlich, das möchte ich an dieser Stelle nur kurz mal festhalten. Wobei, eigentlich weiß man es ja, glaube ich, auch nicht so genau, was die alten Römer da so gemeint haben. Aber er ist ein bisschen dark, ist ein bisschen gothic für hier Pfarrer Tizian. Nicht schlecht. Wie weit kann man damit sehen? Solange noch nicht alle Bäume wieder Blätter tragen, bis nach Schloss Hohenblau blühten. Das ist noch in unserer Stadt. Schade, kein Zug in Sicht. Tja, wer beobachtet hier eigentlich wen? Psychokatze! Imposant. Ich wüsste nicht mal, wie man von hier dahin kommt. Deshalb ist es hier auch nicht auf der Karte eingezeichnet. Haben Sie vom Feuerteufel gehört? Wie kommt es, dass Ostern immer anders fällt? Das Osterfest wird am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert. Fällt der Vollmond ausgerechnet auf einen Sonntag, findet das Osterfest eine Woche später statt. Das wurde im Jahre des Herrn 325 so festgelegt, nachdem es wegen des Termins zu einem langen Streit gekommen war. Genau so ist es. Und Pfingsten ist immer 40 Tage danach? Also ich glaube, alle beweglichen kirchlichen Feiertage richten sich in dem Sinne immer nach dem ersten Frühlingsvollmond, also nach Ostern. Finde ich auch spannend, dass das auch eigentlich dann wiederum auf so ein Naturereignis zurückzuführen ist, wie Weihnachten ja ursprünglich auch. Das wird ja auch quasi auf die Wintersonnenwende gelegt damals. Und das hat sich dann, glaube ich, so ein bisschen verschoben. Finde ich eigentlich sehr spannend, was das so für Ursprünge hat in der Religion, die dann wiederum halt auch nur auf die Natur zurückzuführen sind. Oh, wie der Willi wohl, der lässt sich doch bestimmt chauffieren bis hier hinten hin. Guten Tag, Pfarrer Tizian. Willi Sauerlich. Hey. Zum Gruße. Wie geht es, Bertha? Sie steckt voller Energie. Auf mich passt sie auf wie ein Schießhund. Wissen Sie, dass Bertha hier einen Verbrecher gesehen hat? Willi, auch durch die Bank einfach verurteilen, alle. Wird es ein Bild für die Kapelle? Wissen Sie, dass Bertha hier... Dass hier irgendein Unhold war, kann ich nicht bezeugen. Ich hoffe, es gibt handfeste Beweise, damit sie nicht einen Unschuldigen bezichtigt. Warum das viele Feuer? Inspiration. Seit dem Mittelalter wird von Krähen und Dohlen berichtet, die Scheunen und Häuser in Brand stecken. Deshalb werden sie im Volksmund Feuervögel genannt. Heute noch wird uns Menschen zum Verhängnis, dass etwa glimmende Zigarettenstummel allzu verlockend nach Nestdekoration aussehen. Die Vögel brauchen ihre Beute nur fallen zu lassen, schon haben sie einen Brand verursacht. Tja, deshalb wurde damals auch schon immer so ein Spruch auf die Zigaretten gedruckt.
Rauchen kann in Durchdohlen zu Waldbränden führen. Ach Gottchen, woher haben wir denn das Teil? Das Teil wurde in den Bergen von Touristen beschädigt und danach ausrangiert. Es landete doch tatsächlich auf unserem Kirchenbasar. Diese Gelegenheit habe ich mir nicht entgehen lassen. Mensch, der Willi, der guckt auch jeden Samstag Bares für Rares, Mensch. Der freut sich über solche Schätzchen. Langweilig. 80 Euro, da ist das Ding aber gut bezahlt. Langweilig. Ja, der Willi, der braucht immer Action. Langweilig. Das ist dem Willi zu viel Arthouse hier. Langweilig. Ja, hat leider den Horst Lichter davor nicht gesehen. Ja, lieber dann schnell mal zu Hause und in die ZDF-Mediathek, Willi. Nee, aber einmal muss ja noch eine Frage stellen. Wissen Sie das Berg? Wird das ein Bild für die Kapelle? Gott bewahre, nein. Ich male für den Kirchenbasar. Viele Leute mögen Bilder mit Motiven ihrer Heimat. So, jetzt kann Willi ZDF gucken und Gabi, die freut sich. Einen schönen Tag, Herr Pfarrer. Gott zum Gruße. Danke, Fräulein. Oh. Ich hoffe, dein Cockerspaniel, naja, wie soll ich sagen, markiert hier nicht sein Revier. Keine Bange. Ich war mit ihm gerade Gassi. Außerdem weiß er sich in meiner Gegenwart zu benehmen. Aber wenn die Olle mehr weg ist, dann dreht ihr Oskar richtig auf. Haben Sie vor kurzem einen verwirrten Mann mit struppigem Bart gesehen? Kennen Sie ein Gebäude, das im Volksmund Spukruine genannt wird? Ich fand es auf einer Motivsuche. Damals war es ein bezauberndes Haus. Leider haben sich die Bewohner, eine vielköpfige Familie oder sehr große WG, verbeten, dass ich es skizziere. Sie ließen es schändlich verkommen. Plötzlich stand es leer. Alles war marode. Kinder entdeckten es für gruselige Abenteuerspiele. In ihrer Fantasie ist es halt ein Spukhaus. Das waren bestimmt Studenten. Gibt's eher doch eine, doch es gibt eine Uni in TKKG-Stadt, oder? Doch wenn der Karl wenn Karls Vater Professor ist, dann doch bestimmt. Das wirkt ziemlich schaurig. Sonst male ich Landschaften. Aber das Thema Feuervogel fand ich sehr aufregend. Ich habe jüngst festgestellt, dass Gemälde mit Feuermotiven auf Flohmärkten großen Anklang finden. Gefällt es einem Sammler, dann kann ich auf dem Kirchenbasar einen guten Preis dafür erzielen, was dann unserer Gemeinde zugute kommt. Ach, warum denn jetzt plötzlich dieses Interesse, Herr Pfarrer? Geben Sie es zu, Sie sind hier doch auf dem Gothic-Trip. Das erinnert mich an einen Ausflug in die Berge und wie wir Gämsen beobachtet haben. Es dient mir zur Motivsuche. Ich müsste es allerdings mal ölen. Na, Oskar, das hier willst du ganz bestimmt nicht sehen. Der piest sofort hin. Da drin würde ich gern eine Märchenhochzeit feiern. Ja. Na, das kennt man ja. Wie friedlich. Na, das kennt man ja. Gut, das war jetzt aber auch nicht wirklich aufschlussreich, aber egal, es war schön. Komm, ist doch schön. Wissen Sie, dass es in der Spukruine gebrannt hat? Haben Sie vor kurzem einen verwirrten Mann mit struppigem Bart gesehen? Es gibt in der Gegend eine Menge Landstreicher. Warte mal. Einer wirkte tatsächlich etwas verwirrt. Erst dachte ich, er murmelt beim Beten. Als er an mir vorbeispazierte, stellte ich fest, dass er mit sich selber sprach. Und hier ist noch eine Frage aufgetaucht. Wissen Sie, dass es in der Spukruine gebrannt hat? Ja, mal schade. Ich war schon ewig nicht mehr dort.
Gott allein weiß, warum das Haus so plötzlich aufgegeben wurde. Gut, damit wären wir jetzt einmal durch, glaube ich. Wir waren hier, wir waren da, wir waren hier und überall. Da auch, da auch. Ja, ich glaube, damit hätten wir es. Und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber ich denke, das werden wir vielleicht in der nächsten Aufnahme erfahren, oder? Machen wir das? Komm, das machen wir. Oder komm, einmal gehen wir noch zu Willi, vielleicht weiß der was Neues zu sagen mittlerweile. Das war ja beim ersten Mal noch nicht sehr aufschlussreich. Und halten die Bärte noch auf. Ach, der Tim! Jo. Ist Willi da? Haben Sie den Mann vom Phantombild noch einmal gesehen? Das hatten wir aber, glaube ich. Ist Willi da? Nur hereinspaziert. Ja, danke schön, Berda. Na? Sieht so aus, als hätten wir es bei Süßholz und Klingsporn tatsächlich mit Brandstiftung zu tun. Ob es mehrere Feuerteufel gibt? Und wer beseitigt nur die Beweise? Das wird sich herausstellen, Klößchen. Verlass dich drauf. Okay, aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts Neues. Vielleicht müssen wir den Feuerwehrmann, den müssen wir vielleicht nochmal auf den Schlips treten. Gut, das machen wir dann aber in der nächsten Aufnahme. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht. Und ja, ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Das müssen wir wirklich herausfinden, wie wir jetzt weiterkommen. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Doch, wird schon. Und bitte nicht spoilern. Ich krieg das hin. Ich krieg das auf jeden Fall hin. Deshalb, ja. Vielleicht hier schon in der nächsten Aufnahme, hoffentlich. Da sehen wir uns dann spätestens. Macht es bis dahin gut. Euer Flo. Tschüss. So, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei TKKG Nummer 7. Wer stoppt den Feuerteufel? In der letzten Runde, da haben wir einfach mal alles hier jetzt abgegrast. Hier beim Kaplan waren wir hinten. Bei einem Kleingärtnerverein, große Freude war das. Hier in der Villa waren wir auch nochmal, ohne irgendwas wirklich Neues zu erfahren. Und jetzt stehen wir da, wir armen Tore, und sind so klug als wie zuvor, möchte ich da nur mal sagen. Ich glaube, wir hatten uns vorgenommen, nochmal zur Feuerwehr zu gehen. Nochmal irgendwie nach Beweisen zu fragen, ansonsten vielleicht nochmal in der kleinen Gärtnerkolonie. Schwieriges Wort, ich weiß, aber da könnten wir vielleicht auch nochmal auf fruchtbaren Boden stoßen. Tolles Wortspiel, ist mir gerade spontan eingefallen. So, wir gehen nochmal zur Feuerwehr. Nein! Sorry, keine Zeit, aus dem Weg, wir rücken aus. Na gut. Keiner da. Was tun, sprach Zeus. Okay. Ich glaube, die sind jetzt ja alle weg. Hallo? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich gehe mit den anderen mal, aber sonst können wir mit Tim da vielleicht nochmal. Schön still, was, Oskar? So, pass auf. Mit unserem Sneaky Assassination. Wir bahnen den Tüchtigen. Der schleicht sich jetzt hier rein. Assassin's Tim. Psst. Okay, was immer ich auch anstelle, ich muss alles so zurücklassen, wie ich es vorgefunden habe. Geil, Pizza! Nom, 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 nom. Da liegen Messer auf dem Boden. Die Ausrüstung haben die Feuerwehr aus logischen Gründen nicht mitgenommen. Was haben wir denn hier? Mit dem Glück im Bunde, gemeinsam ans Ziel aller Sehnsucht. Wie sie sich mit Bänkern und Vampirellas anfreunden. Während sie irgendein oller Kioskbudengänger aus dem Ruhrpott sind. So sieht er ein bisschen aus. Feuerwind von Stephen Ring, der wurde jetzt, glaube ich, verfilmt, ganz schäbig in zwei Teilen.
Und der zweite Teil soll, glaube ich, nicht gut sein. Hab ich gehört. Prinzchen Höllwart von seinen Eltern in Liebe. Weihnachten 1969. Ob Fränzchen schon damals davon geträumt hat, eines Tages Feuerwehrmann zu sein? 69. Das Entstehungsjahr der Roten Armee-Fraktion. Kinder, wir haben's. Au, jetzt habe ich auf den Tisch geschlagen. 69, das wurde da nicht Rudi Dutschke erschossen? Wir haben's, wir haben den Fall gelöst. Franz Höllwart. Und das Franz Höllwart ist eigentlich der Attentäter von Rudi Dutschke. Wir wissen es genau. Oh, wie süß. Name? Franz Höllwart, Klasse 4a. Thema? Was ich einmal werden möchte. Ich möchte bei der Feuerwehr arbeiten und zur Stelle sein, wenn es brennt. Dann lösche ich die Flammen. Bei einem ganz großen Brand müssen die anderen helfen. Wie damals in Kalifornien, in San Francisco 1906, hat es dort ein schlimmes Erdbeben gegeben. Dabei kann nämlich auch Feuer entstehen. Die Leute mussten schnell aus den Wohnungen, obwohl ihr Herd noch an war. Es kam zu vielen kleinen Bränden. Außerdem gingen Gasleitungen kaputt. Dadurch brannte es überall gleichzeitig vom 18. bis zum 21. April. Das nennt man ein Inferno. Es gab 700 Tote. Später hat es zum Glück geregnet. Ich möchte kein Inferno in unserer Stadt. Ein Feuerwehrmann muss gut ausgerüstet sein und starke Nerven haben. Die habe ich ganz bestimmt. Note 1. Das hast du gut. Du hast dich gut informiert, Arschperling. Ja, und mit dem gleichen Text hat er sich dann hier bei der Feuerwehr beworben und wurde gleich genommen. So. Mal weiter schnüffeln hier in den privaten Aufzeichnungen, wo er vielleicht seine Sorgen halt auch verarbeitet. Hm. Flashover. Feuerfalle King's Cross. Wie sicher ist U-Bahn-Fahren bei uns? Ja, deshalb, liebe Leute, fahrt nicht U-Bahn, weil es könnte jeden Tag ihr was passieren. Das habe ich letztens sogar bei Brisant gesehen. Deshalb bitte achtet da drauf und fahrt bitte nie mehr U-Bahn. Das ist ganz furchtbar. Vor einem Jahr sind meine Eltern Lutz Höllwart und Marie Höllwart, geborene Wohlfeil, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mama, Papa, eure Güte kann niemand ersetzen. In Trauer, euer Sohn Fränzchen. November 1987. Unglaublich. Ein paar Staubflocken, ein gedankenloser Raucher, Verkleidungen aus Holz und schon hat ein glimmender Funkenschlag 30 Menschen das Leben gekostet. In der Geschlossenheit des unterirdischen Tunnelsystems der Londoner U-Bahn ist eine Feuerwelle entstanden. Ein Albtraum. Grausiger Gedanke. Jetzt hat das Feuer alles bereinigt. Endlich denkt man darüber nach, ob es nicht besser wäre, die hölzernen Rolltreppen von anno dazumal durch Metallene zu ersetzen und das Rauchen in der U-Bahn zu verbieten. Ja, gut, vielleicht haben das dann ja auch London da im Unterhaus, haben sie das gelesen, den Leserbrief von Franz Höllwart und dann gedacht, jo, Mensch, das ist ja eine gute Idee, was der deutsche Feuerwehrmann da wollte. Komm, Spurensicherung, ich muss ein Treffer. Ich muss einen Schlussstrich ziehen, hier ist er. Vor 13 Jahren sind meine Eltern Lutz Höllwart und Marie Höllwart geboren und wohlfeil bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wer könnte ihre Güte je ersetzen? Trauer Franz Höllwart. Lalala, kommt die Spurensicherung wegen akuten Personalmangels nicht so schnell hinterher, wie sie eigentlich müsste. Fast scheint es, als sei sich der Feuerteufel dessen bewusst und nutze die Gunst der Stunde. Wieder musste ich nachräumen. Das ist alles ein bisschen klein geschrieben hier und mein Bildschirm ist so klein. Warum waren Klingsporn und Süßholz so umständlich?
Ihren Auftrag haben Sie allein dem Umstand zu verdanken, dass die Ermittlungsspezialisten der Behörden von einem Grippevirus behindert werden. Mich dagegen vertrösten Sie. Ich kann es kaum erwarten, die Position zu bekleiden, die unsere Hoheit in aller Güte vorgesehen hat, nachdem ein Idiot den verrückten Abtrünnigen der Brandstiftung beschuldigt hat, hege ich gegen den Mann von Phantombild keinen Groll mehr. Na sowas, was ist hier denn los? Der weiß doch mehr als gedacht, der alte Höllwart. Wie kommen wir hier denn wieder weg? Gar nicht, oder? Ich glaube nur so. Okay, ist der jetzt wieder da? Nee, hier ist immer noch leer. Vielleicht dann mal nochmal hierher? Zum Kleingärtnerverein?